Ja, hallo und willkommen zu unserem Profinanz-Newsletter. Heute möchte ich in dem Video mal mit Ihnen einige Erfahrungen teilen, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer häufiger gemacht haben. Und zwar geht es darum, dass ja, man Mandanten viel Geld ausgeben, viel Geld zahlen, was eigentlich sehr überflüssig ist, denn man könnte sich dieses Geld sparen, weil sie eben hohe Dispositions Kreditzinsen zahlen, weil sie eben hohe Überziehungskreditzinsen zahlen oder weil eben noch ein alter Kredit läuft mit hohen Zinssätzen. Und um Ihnen das mal zu belegen, zeige ich Ihnen hier einfach mal von Statistica. Ich ziehe mal dieses Bild hier rein. Und zwar Statistica zeigt jetzt, wie die Dispositions- und Überziehungskreditzinsen in Deutschland sich momentan entwickeln. Sie liegen immer noch bei im März diesen Jahres 2016 bei im Durchschnitt 8,61%. Das ist der Durchschnitt. Da gibt es natürlich erhebliche Ausreißer nach oben und wenige Banken nach unten. Das heißt, Kunden zahlen, die ihr Konto überziehen, den Dispo-Kredit in Anspruch nehmen, aus welchen Gründen auch immer, zahlen eben mehr als 8, fast 9% Zinsen in einer Zeit, wo der Zins insgesamt sehr niedrig ist und wo es keine Guthabenzinsen auf ein Konto gibt. Und genau das ist das Problem. Man kann damit sehr viel Geld aus dem Fenster werfen oder besser gesagt, man kann es ja den Abfluss herunterspülen. Und genau das ist der Grund, warum ich Ihnen mit Ihnen heute da mal drüber reden möchte und Ihnen auch Lösungen zeigen möchte. Schauen wir einfach mal rein. Wir haben hier also einen Umschuldungsvorteilsrechner. Ich habe einfach mal ein paar Zahlen eingegeben. 60 Monate Laufzeit, das ist jetzt ein bestehendes Darlehen mit 8% effektiven Zinsen. Wir müssten eigentlich jetzt hier hingehen und 8,81% eingeben. Nehmen wir an, wir haben eine Restlaufzeit von 60 Monaten, dann wäre das eine monatliche Rate von 175 Euro, ein Restkreditbetrag von 8.600 Euro. Das sind also durchschnittliche Zahlen. Jetzt schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn man das Ganze jetzt zu aktuellen Zinsen umschulden würde. Das heißt, aus der 175-Euro-Rate monatlich würde eine 158-Euro-Rate, also Sie sparen jeden Monat 20 Euro und Sie haben insgesamt an Zinsen 973 Euro gespart. Also Sie sparen im Prinzip 10% des Restkreditbetrages, der Darlehenssumme, einfach nur dadurch, dass Sie einen bestehenden Kredit umschulden. Und das ist natürlich eine wesentliche Einsparung, die Ihnen persönlich wieder zugutekommt, niemandem anders. Deshalb sollte man das auf jeden Fall auch immer mal wieder in Betracht ziehen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, hier eine Beratung zu dem Thema Umschuldung bestehender Darlehen, Verbraucherdarlehen, durchzuführen. Das gilt natürlich entsprechend auch für Immobilienkredite, für Finanzierung von Häuser, Wohnungen, für viele, viele andere Sachen auch. Von daher sollte man einfach da auch mal den Schritt wagen und diese Sachen prüfen. Ich habe jetzt hier mal eine andere Variante aufgerufen. Nehmen wir an, Sie wollen ein Auto kaufen und Sie möchten den Vorteil nutzen, den Sie bei Barzahlung haben gegenüber einer Finanzierung über den Händler. Auch wenn der Händlerzins oftmals viel verspricht, nämlich niedrige Zinsen, so gehen die Händler doch gerne hin und legen diesen Verlust, den sie über das Darlehen haben, einfach auf den Kaufpreis auf. Nehmen wir an, Sie würden heute dieses Auto nicht beim Händler finanzieren, sondern über eine gute Finanzierungsquelle, die wir Ihnen aufzeigen können, dann sieht eine Rechnung möglicherweise so aus. Der Kaufpreis 20.000 Euro, keine Anzahlung. Sie erwarten einen Barzahlungsrabatt. Das heißt, wenn Sie dem Händler sagen, Junge, hier, kriegst die Kohle in Bar und dafür bekomme ich einen besseren Preis von, sagen wir mal, 10%. Das Ganze bei einer Laufzeit von 60 Monaten, der effektive Händlerzins wäre 3,9% gewesen. Dort hätten Sie allerdings dann keinen erwarteten Rabatt bekommen. Und der Bankzins, den wir jetzt berechnen, ist 4,5%. Dann schauen Sie mal hier. Dann sparen Sie insgesamt
trotzdem, dass sie vielleicht einen höheren Zinssatz zahlen durch den Rabatt, den sie auf das Fahrzeug bekommen, weil sie in bar bezahlen, sparen sie 1918 Euro. Selbst wenn der erwartete Barzahlungsrabatt sich reduziert um die Hälfte, haben sie immer noch eine Einsparung von 802 Euro, beziehungsweise nehmen wir den Händlerzins mal runter auf 2,45%, liegen wir immer noch bei einer Einsparung von 50 Euro, aber und das mit extremen Werten. Also selbst bei so einem großen Zinsunterschied von 2,05% haben Sie immer noch, stehen Sie sich immer noch besser. Und hier müsste man dann auch wieder die 10% Barzahlungsrabatt mit berechnen und schon sind wir wieder bei 1165 Euro. Also auch da existiert halt eben ein hohes Einsparungspotenzial, was Sie unbedingt für sich selber in Anspruch nehmen sollten. Als nächstes habe ich mal hier Girokontenvergleich aufgerufen. Das bedeutet, wenn Sie mal anschauen, was Sie zurzeit für Ihr Girokonto zahlen, welche Gebühren dort sind, wie hoch der Dispozins ist, beziehungsweise Ihr Guthabenzins, dann können Sie sehen, dass es auch da erhebliche Unterschiede gibt. Ja? Und wenn wir hier sehen, wir haben hier Banken dabei mit 7,75% Dispo. Eben haben wir einen Vergleich gerechnet mit 8%. Oder wir haben hier Banken dabei mit 6,9% Dispo und einem Guthabenzins von 0,7%. Die meisten Banken denken darüber nach, heute einen Strafzins für Guthaben einzuführen. Das bedeutet, wenn Sie Guthaben auf Ihrem Konto haben, dann müssen Sie dafür auch noch Geld zahlen, dass die Bank Ihr Geld verwaltet. Überlegen Sie sich, was das bedeutet. Hier mit der DKB Bank zum Beispiel hat man die Möglichkeit, einen guten, vernünftigen Guthabenzins zu bekommen zu einem mit in Verbindung mit einem sehr, sehr guten Dispositionskredit. Sodass man auch darüber nachdenken sollte, ob die aktuelle Bankverbindung wirklich das Nonplusultra ist. Ja? Und das sind eben die Erfahrungen, die wir machen, dass viele Kunden eben Geld am Fenster rauswerfen, Geld letztendlich in den Abfluss schicken und dies auch sparen könnten, was wir mit ganz einfachen Mitteln machen. Also nehmen Sie die Möglichkeit in Anspruch, fragen Sie uns, sprechen Sie uns an, was das Thema Darlehen, Verbraucher, Konsumdarlehen angeht, Umschuldung, Dispositionskredit, Vorwartdarlehen bei Immobilien und so weiter und so fort. Sie glauben gar nicht, wie groß Ihr Einsparungspotenzial dort ist, ohne dass Sie auf irgendetwas verzichten müssen. Sie haben dann nicht weniger Leistung, Sie brauchen nicht irgendwelche Lücken im Versicherungsschutz zu befürchten, sondern Sie haben letztendlich das Gleiche nur für einen viel besseren Preis. Ja? Das war heute mein Video-Newsletter zu dem Thema. Ich glaube, das ist viel transparenter mit Videos. Und hoffe, dass Sie aus dem Video ein bisschen was mitnehmen konnten. Ich freue mich, wenn Sie uns ansprechen, sodass wir dann auch darüber intensiv Ihre persönliche Situation betrachten können und natürlich für Sie auch einen exorbitanten Vorteil ausarbeiten. Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Machen Sie es gut, Ihr Axel Büscher.